Seit mehr als 6 Jahrzehnten veranstaltet das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn als Träger der politischen Bildung Seminare, Symposien, Konferenzen und mischt sich so in die politische Debatte dieses Landes ein. Als unabhängige, überparteiliche und gemeinnützige Einrichtung der politischen Bildung ist das Gustav-Stresemann-Institut durch das Land Nordrhein-Westfalen anerkannt. Das Gustav-Stresemann-Institut vereint, getragen von einem gemeinnützigen Verein, diese klassische politische Bildung mit den ausgezeichneten Tagungsmöglichkeiten eines großen Konferenzzentrums sowie einem 3-Sterne-Superior-Hotel. Es bietet damit die ideale Plattform für einen politischen Think Tank. Menschen aus aller Welt sind hier zu Gast, als Besucher von GSI-Angeboten oder im Rahmen von Tagungen unserer vielen Partner. Mitten im Bonner Bundesviertel erstreckt sich das große und ruhige Parkgrundstück des Gustav-Stresemann-Instituts. Hier finden jährlich über 2000 Veranstaltungen mit rund 190.000 Tagungsbesuchern statt. Über 60.000 davon übernachten im behindertengerecht angelegten 3-Sterne-Superior-Hotel des GSI. Darüber hinaus ist das GSI in Brüssel und Berlin präsent und greift dort wichtige politische Impulse frühzeitig auf. Um Themen von unterschiedlichen Seiten zu beleuchten, geht das GSI neue Wege. Wir entwickeln Angebote von der politischen Bildung über die Gründung von Netzwerken bis hin zu Diskussionsveranstaltungen und dem Newsletter Weltenbürger. Als 1951 das Internationale Jugendsekretariat der Europäischen Bewegung gegründet und damit der Grundstein für das GSI gelegt wurde, sollte die Jugend Europas zur Mitarbeit beim Aufbau eines demokratischen und friedlichen Europas gewonnen werden. Diese Aufgabe ist angesichts der aktuellen politischen Debatten so wichtig wie vor 65 Jahren. Deshalb engagiert sich das Gustav-Stresemann-Institut hier auch in Zukunft.